Hallo zu Inside Politics, mein Name ist Claudio Schiesel, ich bin aus dem Off zu hören. Diese Sendung gibt es sowohl eben als Audio-Podcast als auch als Video. Und zur Grazwahl bin ich heute im Büro von Sportstadtrat, kann man sagen, Kurt Hohnsinner, seines Zeichens ÖVP-Kandidat für die Gemeinderatswahl. Er ist sozusagen in der Spitze der Partei, wenn es um das Rennen um Graz geht. Und wurde uns heute von der ÖVP als Interviewpartner genannt, eben weil Bürgermeister Siegfried Nagel momentan mit sehr vielen Terminen ziemlich gut ausgebucht ist. Grüß Gott, Herr Stadtrat Hohnsinner, danke für die Einladung, dass wir bei Ihnen sein konnten. Meine erste Frage an Sie ist, wer ist Kurt Hohnsinner? Also danke, dass ihr gekommen seid. Wer ist Kurt Hohnsinner? Ich bin 43 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Die Tochter ist gerade 3, der Sohn 5. Ich habe eigentlich nie vorgehabt, in die Politik zu gehen. Bin vom Hauptberuf Behindertenpädagoge und bin quasi im positiven Sinn in die Politik gestolpert, über ein interessantes Projekt, vielleicht, dass ich das kurz erzähle. Das prägt mich eigentlich, seit ich im Rathaus aktiv bin. Ich habe im Zuge meiner Tätigkeit in der Ausbildung zum Behindertenpädagogen ein Praktikum in Amerika gemacht, in einem Reisebüro für Menschen mit Behinderung. Und eine Reise hat uns in das Disneyland Kalifornien geführt. Das war eine Reise mit einer Gruppe blinder Menschen. Und mich hat es fasziniert, Walt Disney wollte, dass allen Menschen alle Sehenswürdigkeiten von Disneyland begreifbar gemacht werden. Und er hat uns von den Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel von Magic Kingdom, kleine Holzfiguren gegeben. Und die Blindengruppe konnte dann mittels Tastsinn nachvollziehen, wie dieses Schloss zum Beispiel ausschaut. Das war kurz vor dem Kulturjahr 2003. Ich bin dann wieder zurückgekommen nach Graz und bin durchs Rathaus marschiert, habe überall angeklopft, habe den Politikern meine Idee vorgeschlagen, dass wir die Grazer Sehenswürdigkeiten zeitgerecht fürs Kulturjahr mit kleinen haptischen Miniaturen nachbauen und direkt davor aufstellen. Alle haben es mal gesagt, das geht nicht, das wird kaputt gemacht. Siegfried Nagel, damals Liegenschaftsreferent und Finanzstadtrat, hat gesagt, das probieren wir einfach aus. Das war mein Anliegen, Menschen mit Behinderung zu unterstützen. Auch die Inklusion ist ihm heute noch ein großes Anliegen. Und damals, die Uhrturm-Miniatur war das erste Modell. Wir haben jetzt weitere 4 Modelle, die Oper, die Moorinsel. Wir haben das Kunsthaus, das ist vor dem eigentlichen Kunsthaus gestanden. Oder auch das Rathaus, haben Sie wahrscheinlich gesehen, beim Reingehen. Begreifbares Graz. Und da, ganz genau, und da war ich noch nicht politisch aktiv, aber ich habe gesehen, wenn man eine Idee hat, wenn man Mitstreiter gewinnt für eine Idee, dann kann man in der Kommunalpolitik was umsetzen. Und damals hat mich dann der Siegfried Nagel gefragt, ob es mich interessiert, als Gemeinderat in seinem Team mitzumachen. Und seitdem bin ich quasi im Bann der Politik und es macht mir unheimlich Spaß. Und weil Sie einleitend gesagt haben, ich bin Sportstadtrat, das bin ich mit Herz und Blut, aber ich darf auch für die Bereiche Bildung, Integration, Soziales, Jugend und Familie und für Senioren zuständig sein. Genau, das ist mir aufgefallen, als ich mich heute für die Sendung vorbereitet habe. Sie sind eben auch für Sozialamt zuständig, dann steht aber extra eben nicht für den Bereich Pflege. Sie sind für Jugend und Familie zuständig, Sport und Kultur, da wiederum aber nur für die Bibliotheken. Warum sind eben zum Teil Ihre Agenten so, ich sage jetzt mal kurz steirisch, zerfledert? Zerfledert, das ist auch gewachsen in den letzten Jahren. Bei den Bibliotheken hat es einen Grund. Das Buch ist ein Bildungsmittel. Also wenn wir die Kinder möglichst früh dazu bringen, zu lesen, gern zu lesen, dann ist es ein Bildungsfaktor. Deswegen haben wir die Stadtbibliotheken aus dem Kulturamt herausgelöst, was die politische Zuständigkeit betrifft. Und das macht absolut Sinn, dass die Stadtbibliothek beim Bildungsressort, bei der sogenannten ABI, angedockt ist. Und im Sozialbereich, da war die Idee, dass man gerade die Pflege mit dem Gesundheitsbereich koppelt. Mhm. Und vielleicht ergänzend, ja. Ich glaube, dass das Sinn macht, Soziales, Jugend und Familie und Sport, weil das alles ineinander greift. Und ich glaube, den Leuten draußen ist es egal, ob ein Krotzer, Hohnsinner oder Nagel zuständig ist.
den Leuten ist es wichtig, dass ihnen geholfen wird, möglichst aus einer Hand, und dieses Service wollen wir bereitstellen. Wir kommen zu den Bildern später noch mehr zu sprechen, aber Let's Go Graz ist im Moment die Initiative, der Sie auch vorstehen, wo es eben darum geht, einerseits die Vereine zu präsentieren, zu zeigen, Leute geht's oder Kinder geht's zu den Vereinen, schaut euch mal an, welche Sportarten in Graz gespielt werden oder generell angeboten werden. Und andererseits laufen da ja verschiedene Initiativen, bis hin, dass ich eben heute selber die 3 Stockwerke hinaufgegangen bin, statt mit dem Lift gefahren bin. Weil eben, ich sage jetzt nicht, dass ich auf Propaganda grundsätzlich reagiere, aber was so nicht ist, aber halt, weil der Leitspruch war, geh doch mit der Stiege, statt dass du mit dem Lift fährst. Also wie wichtig ist Ihrer Meinung nach so eine Initiative wie Let's Go Graz? Also das ist positive Propaganda. Also wenn wir es geschafft haben, dass Sie jetzt die Stiegen genommen haben, dann ist das genau richtig. Wir wollten mit dem Sport ja nie ein Jahr machen, wo wir nur Events haben zum Zuschauen, sondern uns war es wichtig, dass wir die Bevölkerung mitreißen, dass wir sie motivieren, Bewegung zu machen. Das war zugegeben 2021 nicht so leicht aufgrund der Pandemie, aber es ist uns sogar zugute gekommen. Ich glaube, dass der Sport ja uns genützt hat, dass wir schneller aus dieser Krise rauskommen sind. Wir haben das Frühjahr dafür benutzt, auf die individuelle Bewegung zu setzen mit den 7 Summits. Das haben wirklich ganz viele Grazerinnen und Grazer mitgemacht. Wir haben gemeinsam die 7 höchsten Punkte der Stadt bewandert. Wir haben die Schlossberg-Challenge, dieses Bild, das Sie mir gezeigt haben, da haben wir die Idee, dass wir mit der Bevölkerung 300.000 Mal auf den Schlossberg rauf marschieren. Also die Idee war, dass über die Alltagsbewegung die Leute zum Sport herangeführt werden. Gott sei Dank Mitte des Jahres hat sich die Infektionslage verbessert. Da konnten wir nachher die größeren Veranstaltungen auch durchführen. Wir haben im Stadtraum, also die Bespielung des öffentlichen Stadtraums war uns wichtig. Wir haben pro Monat jetzt 150 Sportveranstaltungen umgesetzt. Das heißt im positiven Sinn, es ist niemand am Sport vorbeigekommen. Und das brauchen wir auch jetzt. Wir wissen, dass durch die Pandemie 25% der Kinder in den Jugendsportvereinen aufgehört haben. Und mein großes Herzensanliegen ist es, dass wir jetzt über den Sport ja die Kinder wieder zurück in die Vereine holen. Und da haben wir auch einen Aufruf gestartet an die Grazer Jugendsportvereine, wenn sie Initiativen setzen, die Kinder in die Vereine wieder zurückfördern, gibt es auch eine besondere Förderung. Wie hoch ist die ausgeschrieben pro Verein? Wir haben insgesamt 50.000 Euro jetzt in so einen Call gegeben und jeder Verein kann ein Projekt einreichen, beschreiben, welche Wirkung das hat. Also uns ist die Wirkungsorientierung sehr wichtig und so wie am Anfang des Jahres der Kreativität sind hier keine Schranken gesetzt und die Vereine, die Sportvereine sind der sportliche Rückgrat der Sportstadt. Und mir ist es wichtig, dass gerade im Sportjahr die Vereine keine Probleme haben und das Sportjahr soll eigentlich der Impuls für die Umsetzung der Sportstrategie 2030 sein. Wir wollen bis 2030 20% mehr Menschen für Sport begeistern. Wenn wir das schaffen, hat es ja unheimliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung, auf das Wohlbefinden. Der Sport ist eine Querschnittsmaterie. Da gibt es zum Beispiel Fußballmannschaften in England. Da gibt es ein Beispiel von einer Stadt in England, die haben ganz viele soziale Probleme gehabt. Die haben gesagt, was ist das Verbindende in der Stadt? Das ist dieser eine Fußballverein. Und über den Fußballverein haben es dann die Kinder, die ein bisschen abgerutscht sind in den rechtlichen Graubereich, haben es wieder auf die Spur gebracht. Also die soziale Wirkung des Sports versucht man jetzt in der Sportstrategie zu pushen. Und wenn wir da jetzt mehr Geld in die Hand nehmen, was wir machen, wir haben seit 10 Jahren jetzt das jährliche Sportbudget aufgestockt, von 3 auf 5 Millionen Euro. Wir wissen, wenn wir bei den Kindern mehr Geld investieren, ersparen wir uns hinten raus einiges zu reparieren, gesellschaftlich. Beziehungsweise auch die Heilkosten bei diversen Therapien etc. Ganz, ganz wichtig. Also sprechen Sie was Wichtiges an. Ja. Genau, weil da komme ich kurz zu Ihrer Ausbildung. Sie haben es selber erwähnt, Sie sind diplomierter Behindertenpädagoge, haben auch Gesundheits- und Sozialmanagement studiert bis zum Master. Wie wichtig ist Ihnen diese Form der Ausbildung?
Also diese Masterausbildung habe ich schon, wie ich im Job war, wie ich bei der Lebenshilfe gearbeitet habe, berufsbegleitend gemacht. Das war für mich wichtig. Bei der Lebenshilfe habe ich die Freiwilligenarbeit forciert und die Ausbildung hat mir sehr gut geholfen, systematisch im Sozialbereich zum Beispiel freiwillige Leute zu unterstützen. Das ist mir auch wichtig in Graz. Ich könnte meine ganzen Zielsetzungen meiner vielen Ressorts nicht umsetzen, wären da nicht so viele Ehrenamtliche in der Stadt. Also da muss man wirklich einmal Danke sagen, aber das reicht nicht. Wir müssen schauen, dass wir die Rahmenbedingungen setzen, dass wir eine Ehrenamtsversicherung haben, dass wir Räume haben, wo sich Ehrenamtliche organisieren, dass wir eine Rechtsberatung haben für Ehrenamtliche. Und genau solche Sachen habe ich durch diese Ausbildung gelernt, dass zum Beispiel ehrenamtliche Menschen monetär nichts verdienen, aber sie verdienen voll unsere Aufmerksamkeit und auch die Unterstützung. Und das wollen wir bereitstellen. Wäre es aber nicht gescheiter, auch zu schauen, dass man generell bei dem Verein mehr in Richtung Professionalität geht? Das heißt, dass man auch die Leute mehr sozusagen in das erwerbswirtschaftliche Leben des Sports bringt? Also nicht nur im Sport, im Kulturbereich, eigentlich in allen Bereichen. Es ist nicht entweder oder, es ist beides gefragt. Ich glaube, dass gewisse Tätigkeiten von Profis erledigt werden müssen und die Ehrenamtlichen sind dann diejenigen, die eine zusätzliche Qualität bereitstellen. Zum Beispiel im Behindertenbereich, wo ich gearbeitet habe, da gibt es die Ausbildung, die ich gemacht habe, die braucht man auch, dass man, glaube ich, professionell an diese Arbeit herangehen kann, dass man sich auch abgrenzt. Aber um zum Beispiel Menschen, die keine Familie mehr haben, Freundschaften zu ermöglichen, das kann eine bezahlte Mitarbeiterin gar nicht leisten. Eine ehrenamtliche Person macht das zusätzlich zum eigentlichen Job, macht zum Beispiel einen Besuchsdienst und das ist für eine Person, die in einem Wohnhaus wohnt mit Behinderung, unheimlich bereichernd. So, jetzt kommen wir aber mal wieder vom Sport weg zur Lokalpolitik. Was ist, also der Sport ist natürlich genauso Lokalpolitik, aber was ist der USP der ÖVP Graz? Was ist im Gegensatz zu anderen Parteien das Alleinstellungsmerkmal Ihrer Fraktion? Also das kann man gleich im Sozialen auch sehr gut darstellen. Das Sozialressort haben wir vor 4,5 Jahren übernommen und das ist schon vor unserer Zeit ganz viel Positives passiert im Sozialbereich. Aber anhand, wie man die Unterstützungsleistung bereitstellt, kann man schon die DNA der ÖVP ableiten. Zum Beispiel war es uns wichtig, im Sozialressort das Referat Arbeit und Beschäftigung auszubauen. Weil die beste Sozialpolitik ist jene, Menschen in Beschäftigung zu bringen. Jetzt sind wir nicht das AMS, das ist schon klar, wir können nicht komplett breit streuen, die Unterstützung, sondern wir haben uns gewisse Zielgruppen herausgesucht, die wirklich besonders Probleme haben, einen Job zu finden. Das sind in Graz vor allem junge Leute, das sind Menschen mit Behinderung, das sind teilweise Frauen und Personen über 50. Und da haben wir konkrete Projekte bereitgestellt und viele dieser Projekte haben eine Vermittlungsquote von über 50%. Das muss man sich vorstellen, wenn wir diese Projekte nicht setzen, dann sind diese Menschen in einer Abhängigkeit. Und wenn sie dann einen Job annehmen können, können sie selbst für sich sorgen, haben eine ganz andere Lebensqualität, weil sie von der Gesellschaft gebraucht werden. Und das ist unser Ansatz, dass wir zum Beispiel eine andere Partei, kann es auch ansprechen, die KPÖ, ist auch löblich, die verteilt teilweise ihr Einkommen, muss ich sagen, da habe ich Respekt davor, aber es ist für mich zu wenig. Weil es geht aus meiner Sicht darum, dass man die Menschen aus der Abhängigkeit herausholt, möglichst in eine Situation, wo sie wieder auf eigene Beine kommen. Und das unterscheidet uns zum Beispiel im Sozialbereich von den anderen Fraktionen. Aber, jetzt komme ich weiter, der USP der ÖVP ist, dass wir uns möglichst um alle Bereiche kümmern, dass die Stadt sich weiterentwickelt. Wenn wir im Sozialbereich Geld ausgeben, wir haben das Sozialbudget um einiges aufgestockt in den letzten 4,5 Jahren, brauchen wir natürlich auch ein Einkommen. Wir brauchen ein Kommunalsteueraufkommen. Das kriegen wir, wenn sich viele Firmen in Graz ansiedeln.
Da schaut der, der Wirtschaftsreferent Siegfried Nagel drauf. Der hat ganz innovative Modelle, wie sich in Graz Firmen ansiedeln. Der USP ist, dass wir möglichst eine Finanzpolitik machen, wo wir die nächsten Generationen nicht verschulden. Es ist schon klar, wir haben Schulden, aber gegenüber dieser Schulden stehen auch Werte. Und unser Ziel war es immer, dass wir alle Leistungen, die wir im Jahr setzen, aus dem laufenden Budget stemmen. Und der Finanzreferent Riegler hat das wirklich gekonnt in den letzten Jahren umgesetzt. Er war ja vorher Stadtrechnungshofdirektor, also da ist uns auch immer der Blick in die Zukunft wichtig. Wir dürfen nichts totsparen, gerade nach einer Krise ist es wichtig, dass man Impulse setzt. Das machen wir. Und ein weiterer USP, der mir ganz wichtig ist, ist die Bildung. Wenn wir den Kindern bieten, dass wir eine Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten, Bildungsmöglichkeiten sind, dass wir allen Kindern die gleichen Chancen bieten, dass die Kinder, die eine Behinderung haben, dass wir die besonders gut unterstützen. Und das von klein auf, oder Kinder, die noch nicht Deutsch können, wenn wir die Deutschförderung schon im Kindergarten ansetzen, dann ist das der Garant, dass die Kinder dann eine Schulbildung durchlaufen können, dann einen Job selbst ausüben können und dann eben nicht von der Öffentlichkeit abhängig sind. Also das ist unser Ansatz. Gerade im Bildungsbereich haben wir massiv die Kinderkrippen und Kindergärten ausgebaut in den letzten Jahren. Seit 2014 haben wir zusätzlich 1500 Plätze bereitgestellt. Allein diesen Herbst haben wir 460 Plätze zusätzlich. Wir haben die Schulen ausgebaut wie noch nie zuvor in Graz. Man muss sich vorstellen, wir haben in den Schulausbau allein in meiner Verantwortung über 100 Millionen Euro investiert. Zwei weitere Schulen werden in Bälde fertig, die Volksschule in Antritz, Stadtecker Straße und auch die Volksschule in Buntigam. Also da gibt es viel zu tun, weil wir eine sehr stark wachsende Stadt sind. Umgekehrt gibt es ja auch zum Beispiel bei den Gymnasien etc. Also mir fällt da zum Beispiel Südlieben ein, immer wieder auch Initiativen oder halt Projekte, wo man dann neue Center baut und dann halt auch den ganzen Stadionbereich, zum Beispiel Wittenbrenner Gasse, das neue Stadion für die Ballsportarten in der Halle und so weiter. Absolut, also ich glaube, das ist uns auch von der Sportaustausch jetzt bestätigt worden. Vor 20 Jahren, also bevor unser Bürgermeister in die Stadtpolitik gekommen ist, war der Sportbereich, war die Sportinfrastruktur ziemlich im Argen. Und wir haben allein unter Siegfried Nagel rund 150 Millionen Euro in die Sportinfrastruktur investiert. Man denke an die Auster, da hat man lange und dumm diskutiert. Man denke an das Fußballstadion, das immer wieder weiterentwickelt wurde, oder das Eisstadion. Ich kann mich erinnern, wie ich Sportstadtrat geworden bin. Wurde mir gesagt, eine nächste Saison gibt es nicht. Das Eisstadion ist am Ende der Lebensspanne angekommen. Dann bin ich mit meinem Team in ganz Österreich herumgefahren, habe die Bundeseishockeyvertreter getroffen, weil wir ein Mädchen-Eishockey-Leistungszentrum nach Graz bekommen wollten. Das ist dann nicht gegangen aus verschiedensten Gründen, weil Kärnten da geblockt hat, aber wir haben dann gewusst, wir setzen um, wir warten jetzt nicht mehr auf den Bund und gemeinsam mit dem Land Steiermark haben wir das dann umgesetzt. Und jetzt schaut fast Kärnten neidvoll auf Graz und auf die 99ers. Ist klar, ich meine, gut, das ist also das Duell 99ers gegen Kieler Kärnten, wenn ich mich jetzt erinnere, das ist ja ziemlich bekannt, aber ja, in der Vergangenheit haben wir nicht immer gut drauf geschaut, wenn wir gegen Frankfurt gespielt haben. Faktum ist aber auch, wenn Sie schon die Austria erwähnen, es gibt sehr viele, die sagen, es fehlt eine zweite Anlage. Also es fehlt im Süden von Graz etwas Ähnliches. Es gab letztes Jahr die Diskussion, kurz vor Corona, dass Raber ein eigenes Sportzentrum einrichtet, plus Schwimmbad etc. Es gibt in Hart bei Graz eine relativ große Sportcenteranlage, wo vom Tennis übers Reiten bis hin zum Fußball und Schwimmen alles Mögliche ausgeübt werden kann. Die Problematik ist ja definitiv da, dass eben der Süden bzw. auch der Osten, also Mariatrost, teilweise was die Sportstätten anbelangt, unterversorgt ist. Wo ist da Ihrer Meinung nach Tatendrang gefordert seitens Ihrerseits? Also Ihrer Partei? Tatendrang, ich glaube,
dass Graz jetzt nicht so groß ist, dass man Sportstätten nicht erreichen kann. Gibt es Bezirke, wo man noch mehr machen sollten, da sind wir dahinter, aber jetzt nicht nur die großen Sportstätten, sondern wir haben in den letzten Jahren sehr stark die Bezirkssportplätze ausgebaut, weil da fängt ja quasi der Sport an. Da ist auch interessant im Sport, die haben wir gesagt, ältere Menschen sollen auch die Bezirkssportplätze in Anspruch nehmen. Da haben wir eine Befragung gemacht, die haben gar nicht gewusst, dass sie diese Plätze in Anspruch nehmen können. Mhm. Dem glaubt, das ist der Jugend vorbehalten. Das ist aber ein blöder Trugschluss, weil gerade am Vormittag sind die Kinder und die Jugendlichen in den Schulen und auf der Uni und jetzt setzen wir da viele Impulse, dass ältere Leute auch trainieren auf den Bezirkssportplätzen. Aber zurück zur Infrastruktur, ich kann Ihnen sagen, welche Projekte anstehen. Das ist sicher einmal die Sanierung vom LUV-Zentrum. Mhm. LUV ist ein wunderbarer Fußballverein mit einem super Nachwuchs, setzt auf den Damensport, der ist mir sehr wichtig. Wir haben dann einen Bedarf vom ISVÖ-Center. Wie Sie wissen, gerade in Buntigam, da wird sehr viel gebaut. Mhm. Mir ist es immer wichtig, wenn gebaut wird, dass wir die Kinderbetreuung bereitstellen, aber auch die Sportmöglichkeiten. Und hier sind wir mit dem Sportminister und mit dem Land Steiermark im Gespräch, dass wir das ISVÖ-Center in Angriff nehmen. Wir werden eine Loipe in Dahl forcieren, eine Langlaufloipe. Das ist auch ein Sport, die kann jeder machen. Also da braucht man jetzt nicht viel Geld. Da sind wir auch schon ziemlich final. Und was das Schwimmen betrifft, glaube ich auch, da muss man halt jetzt einmal schauen, gibt es die Möglichkeit, dass man Traglufthallen im Winter irgendwo drüber setzt. Ist eine Debatte. Ne? Ist eine Debatte. Könnte man eventuell bei der Auster eine zusätzliche Halle irgendwo hinmachen, wäre eine Möglichkeit, dass man dann das 50-Meter-Becken dem Leistungssport überlässt und den Freizeitsportlern eine neue Halle. Man muss halt allerdings auch wissen, dass gerade solche Projekte sehr, sehr kostenintensiv sind. Und da müssen wir auf jeden Fall auch Bund und Land um Unterstützung bitten. Aber da sind wir eh. Ein großes Problem, was bei der Auster zum Beispiel nachhängt, ist ja noch immer diese Geschichte aus dem Jahr 2010, wo das Land damals gesagt hat, -25% auf alles, also sprich, da wurden etliche Leistungen gekürzt und ein Problem war dann, dass die Auster ja nie zum Landessportzentrum deklariert worden ist und das ist ja bis heute eine Schwierigkeit bei der Finanzierung zum Teil auch. Nein, also das ist schon ein Landessportzentrum, die Auster. Ach so? Ja. Okay, gut, dann war das ein Fehler von mir. Und wir versuchen halt zu unterstützen, gerade im Sport ist es mir wichtig, das möchte ich ja sagen, dass jeder sich den Sport leisten kann. Wir haben eine tolle Initiative bei den Volksschülern. Mhm. Alle Viertklässler bekommen am Anfang der vierten Klasse einen Sportgutschein und jeder Viertklässler, also alle Zehnjährigen, können ein Jahr lang gratis bei ihrem Wunschverein mitmachen. Und wir haben ja auch die Sozialcard, wo man, wenn man die hat, kostenlos als Kind in einem Sportverein mitmachen kann. Also mir ist es ganz wichtig, dass es nicht darauf ankommt, ob die Eltern viel Geld haben oder nicht. Der Sport ist gesellschaftspolitisch so wichtig, die Kinder lernen so viel im Sport, dass wir uns das nicht leisten können, dass einige Kinder hier nicht mitmachen können. Verstehe. So, kommen wir aber trotzdem noch zu anderen Punkten. Was ist jetzt für Sie das Ziel bei der Wahl, die am Sonntag ansteht? Also das Ziel ist auf jeden Fall die Hoffnung und die Bitte auch an die Wählerin und an den Wähler, dass wir mit dieser Kraft, Wählerkraft ausgestattet werden, dass wir unseren Weg weitergehen können. Ich glaube, stärkste Kraft. Stärkste Kraft und gleich viele Mandate ist unsere Zielsetzung, sowohl im Staatssenat als auch im Gemeinderat. Immer wenn ich Gespräche führe, die Leute sind sehr zufrieden. Sie leben gerne in Graz, sie schätzen die Bildung, sie schätzen unseren Arbeitsmarkt, sie schätzen die Freizeitmöglichkeiten. Und das muss man schon sagen, wenn man will, dass es so bleibt, wie es jetzt ist, braucht es eine Weiterentwicklung. Und die ÖVP steht dafür, dass wir gut mit der Bevölkerung rückbesprochen die Stadt weiterentwickeln. Sie sprechen das Thema Wirtschaft an, Sie sprechen das Thema lebenswerter Raum an.
Für was ist die ÖVP Graz im Zweifel mehr? Also ist sie mehr den Beschäftigten, den Selbstständigen, den Sozialfällen, sage ich jetzt vorsichtig, also sprich den Personen, die halt sozial benachteiligt sind, zugetan? Wo ist sozusagen Ihrer Meinung nach der Hauptfokus der ÖVP? Also ich halte diesen Klassenkampf und dieses Links-Rechts-Denken, ist man mehr für Arbeitgeber, mehr für Arbeitnehmer, halte ich überhaupt nicht aus. Also da bin ich einfach, da habe ich einen zu geraden Zugang, da bin ich zu wenig Parteipolitiker. Ich glaube, es muss immer unser Ziel sein, die Wirtschaft zu stärken, damit wir Arbeitsplätze haben. Das ist ja nicht entweder oder. Wenn wir jetzt nur die Arbeitnehmer unterstützen, dann wird die Wirtschaft ein Problem bekommen, mittel- und langfristig. Und das fällt dann wieder auf die Arbeitnehmer zurück. Also die ÖVP hat ein ganzheitliches Denken. Wir wollen nicht polarisieren. Wir wollen den Wirtschaftsstandort Graz stärken, zum Beispiel der Kastner und Öler gehört gestärkt. Das ist die Hauptschlagader, die wirtschaftliche Hauptschlagader der Stadt. Deswegen müssen wir Klein- und Mittelbetriebe stärken, aber auch große Betriebe, die natürlich auch wieder Sogwirkung haben. Wenn man die Danke, das ist ein Stichwort Innenstadt. Innenstadt, Gott sei Dank hat der Kastner und Öler diese Tiefgarage gemacht, damit Leute auch mit dem Auto in die Innenstadt kommen. Die Tiefgarage von Kastner und Öler beruhigt aber die Innenstadt. Das heißt, die Autos sind unter der Erde und die Leute gehen dann mit einer guten Qualität einkaufen in Graz. Das heißt, auch nicht die Frage, unterstützt man die Großen, unterstützt man die Kleinen. Wenn man Kastner unterstützt, unterstützt man genauso den Klein- und Mittelbetrieb. Sehen Sie darin auch die grundsätzlichen Unterschiede, weil die ÖVP hat sich auch als christlich-soziale Partei immer wieder definiert, zur KPÖ und SPÖ? Also ich glaube, dass das grundlegend christlich-sozial ist, dass man die Talente der Menschen fördert, dass sie wirklich die Begabungen, die sie mitbekommen, dass sie die entfalten können, dass Menschen, die Nachholbedarf haben, dass man die halt besonders fördert, aber dass man sie dann auch letztlich möglichst in Arbeit und Beschäftigung bringt. Weil ich glaube, das ist total die DNA der ÖVP, dass sich die Leute selbst erhalten können, damit die Menschen sich berufen fühlen. Das ist ja nicht nur Beruf, sondern wenn man einen Job nicht als Job macht, sondern als Berufung, dann geht das Leben einfach leichter. Ich möchte aber auch sagen, manche Menschen können nicht aufgrund einer Krankheit, einer Behinderung, und genau die gehören von der Gesellschaft, von der öffentlichen Hand unterstützt. Das heißt, die können, sollen möglichst in Beschäftigung bringen, die wiederum zahlen Steuer und ermöglichen dem Sozialsystem, dass wir auf diejenigen, die selbst nicht können, auch besonders schauen können. Aber verstehen Sie die Kritik, dass man sagt, die ÖVP ist vor allem eine Maurerpartei, also eine, die sich einmauert über Pflichtbeiträge, zum Beispiel bei der Wirtschaftskammer etc., auch sozusagen die Leute in Kasten sperrt? Und also das sehe ich vom politischen Mitbewerber. Flügel bricht, sage ich jetzt einmal. Flügel bricht, wie das so mein Matthias Stolz gesagt hat. Also ich glaube, dass wir Graz Flügel geben, also in allen Bereichen. Und wenn so ein Wording daherkommt, kann ich das nur als parteipolitische Propaganda zurückweisen. Propaganda war Stichwort. Braucht Graz eine U-Bahn, eine Mullgondel oder doch lieber eine Straßenbahn mit vom Individualverkehr getrennten Fahrspuren? Also ich glaube, dass unserem Bürgermeister schon wirklich was gelungen ist, was keinem Bürgermeister zuvor gelungen ist. Alle Parteien wollen jetzt einmal die große Lösung. Der Bürgermeister hat diese Frage auch Expertinnen und Experten jetzt übergeben. Alle Fraktionen haben einen Experten namhaft gemacht. Da wird jetzt mit Hilfe der Holding ein Bericht erstellt und die Idee, der große Wurf, der dann politisch eine hoffentlich große Mehrheit bekommt,
Den Wurf werden wir umsetzen. Ich bin für eine U-Bahn. Warum? Graz hat eine gewisse Größe jetzt, wo man mit Straßenbahnen einfach nicht mehr in einer halben Stunde von A nach B kommt. Also auch wenn man auf Straßenbahnen setzt, wir brauchen ja Kapazitäten. Und dann gibt es irgendwann einmal mit den Straßenbahngarnituren einen Rückstau. Man könnte jetzt über Gondeln diskutieren. Ich glaube, dass mit den neuesten Techniken U-Bahnen am zukunftsträchtigsten sind. Und wenn wir es schaffen, möglichst einstimmig dann eine U-Bahn für Graz einzufordern, da bekommen wir ja eine Förderung von Land und Bund. Und ich sehe wirklich nicht der Steirer ein, dass wir jetzt jahrzehntelang mit unserem Steuergeld die Wiener U-Bahn finanziert haben oder mitfinanziert haben. Ich glaube, dass jetzt einmal auch Wien die Verantwortung hat, Graz zu unterstützen. Und es braucht eine große Lösung im öffentlichen Verkehr. Und ich glaube, so eine Mini-Metro wäre der große Wurf. Das geht über Jahrzehnte. Ich habe immer gesagt, das ist viel zu teuer, wenn man sich anschaut, was der Straßenbahnausbau jetzt kostet. Und wenn man anschaut, dass Bund und Land hier mitfinanzieren könnten, dann zahlt sich das aus. Also ich bin wirklich überzeugt. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder einmal in 40 Jahren sagen, meine Güte, damals hat man das überlegt und man hat es nicht gemacht. Und wenn wir jetzt auf den Blabutsch zusammen raufgehen und runterschauen Richtung Süden, sieht man ja bis nach Wildon und weiter. Ja. Die Stadt hatte keine Stadtgrenze mehr. Das rinnt aus nach Süden. Richtig, und da braucht es leistungsstarke und schnelle Verkehrsmittel. Und wenn man jetzt Expertinnen und Experten prüfen lässt, glaube ich zu wissen, dass eine U-Bahn rauskommt. Aber wenn ein anderes Modell rauskommt, werden wir uns mit einem anderen Modell auseinandersetzen. Meine Wohnung in Rabe, ich brauche 25 Minuten mit dem Fahrrad her. So gesehen ist das für mich eigentlich kein großes Thema, aber ich merke das auch zum Beispiel bei der S-Bahn, die ein guter Wurf war, aber es ist einfach zu wenig, weil drei, vier S-Bahn-Stationen an gewissen Knotenpunkten ist zwar ausreichend, aber ich glaube, genau hier muss noch viel getan werden. Und weil Sie es angesprochen haben, ich war im Schlossberg am Sonntag und habe einmal die Stadt wieder mal von oben angeschaut, habe mir schon mal das Reininghausquartier an, wo jetzt auch verschiedene Hochhäuser entstehen. Glauben Sie, als jemand, der jetzt doch, sagen wir mal, plus 40 ist, vorsichtig formuliert, ich bin ja schon plus 35, dass sich sehr viel in den letzten 20 Jahren getan hat, auch was das Thema Bebauung in der Stadt anbelangt? Also Reininghaus bin jetzt auch öfters vorbeigefahren. Ich glaube, dass es dort sehr intelligent ist, wie die Verbauung stattfindet, auch aus meinen Ressorts heraus, weil wir das Soziale hier mitdenken, weil wir den Sport mitdenken, weil wir dort Schule mitdenken. Wir werden dort riesengroße qualitativ hochwertige Volksschule haben. Wir werden eine Schule haben, wo man bis zur Matura den Bildungsweg bestreiten kann. Wir werden Kinderbetreuungsplätze haben. Ich habe erst diese Woche habe ich dort einen Kindergarten eröffnet. Also es ist sinnvoll. Ich diskutiere ja auch mit den Leuten und dann kommt oft das Argument, ja, es wird so viel verbaut. Da sage ich immer drei Punkte. Der erste Punkt ist, 80% der Beschlüsse sind im Gemeinderat einstimmig passiert. Das heißt, ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass jetzt Parteien eine Kindesweglegung machen. Die Parteien haben das auch mit zu verantworten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man intelligent baut. Der zweite Punkt ist Reininghaus. Um Gottes Willen, es wird Reininghaus verbaut. Ich weiß nicht, diejenigen fragen immer, war es mal vorher dort? Dort war ja eine alte Brauerei und wie dort gebaut wird, das ist qualitativ hochwertig und das sind oft Leute, die wohnen in Bezirken wie Antritz, Waltendorf oder St. Peter und die sagen, es wird so viel in Reininghaus verbaut und sagen, ja Gott sei Dank, weil sonst müssten wir in allen anderen Randbezirken nachverdichten. Mhm. Und es gehört intelligent verbaut, nämlich zum Beispiel, dass man in die Höhe baut, eher als dass man Boden versiegelt. Und der dritte Punkt, und der ist mir als Sozialstadtrat total wichtig, die KPÖ ist ja da oft sehr schizophren unterwegs. Das möchte ich in aller Härte ansprechen, weil ich kann ja nicht allen Ernstes auf der einen Seite
einen Baustopp für Jahre fordern und auf der anderen Seite will ich, dass die Mieten in Graz günstig bleiben. Also da muss man schon schauen, dass man möglichst mit einer guten Stadtentwicklung vorgeht, aber in einer stark wachsenden Stadt müsste man halt auch schauen, dass man eine intelligente Bebauung vornimmt. Bevor wir zum Abschluss kommen, zwei Fragen noch. Also Sie haben angesprochen, dass Sie sich sehr auch im Bildungsbereich engagiert haben. Sie waren auch fast 12 Jahre, wenn ich mich jetzt nicht irre, Obmann eines Vereines, der Studentenheime errichtet hat, die Greenboxes. Das ist der Verein für Servicedienstverein für Hochschülerinnen und Studentinnen, also wichtig, gegendert auch. Ja. Mhm. Da gab es immer wieder Kritik, weil Sie ja damals auch schon Gemeinderat waren und gleichzeitig Obmann des Vereins, dass Sie hier, wenn es um Förderungen ging, auch für diesen Verein gestimmt haben. Glauben Sie, dass es wichtig wäre, hier eine Trennungslinie zu haben? Also erst Politiker nicht unbedingt immer gleich auch in Vereinen und Vorzeigorganisationen sich engagieren? Also erster Punkt, ich freue mich und stehe dazu, es ist wichtig, dass sich Menschen ehrenamtlich engagieren. Zweiter Punkt, man muss halt wissen, wie man damit umgeht. Und ich weiß nicht, ob Sie das auch recherchiert haben, ich habe mich natürlich, wenn es um Förderungen der Greenbox gegangen ist, enthalten. Das heißt, da weiß ich schon, dass man da sonst eine Unvereinbarkeit hat, aber Gemeinderat und eine ehrenamtliche Funktion würde jetzt nicht als unvereinbar ansehen, aber als ich Stadtrat wurde oder eigentlich als ich Clubobmann wurde, habe ich diese Funktion auch zurückgelegt. Ja. Man muss halt auch sagen, das ist ein Studentenheimverein, der sich eigentlich durch die Mieten der Studierenden finanziert. Da gibt es von der öffentlichen Hand nur eine Anschubfinanzierung, wenn es um die Zimmerausstattung geht. Also es ist auch ein Verein, der sehr stark gewachsen ist. Wir haben damals das erste Studentenheim, ich glaube das war 2003 oder 2004, ich glaube 2004 eröffnet, in Eckenberg mit rund 300 Plätzen. Jetzt hat der Verein schon über 1000 Plätze. Da merkt man, wie die Bildungsstadt Graz gewachsen ist. Verstehe. Und abschließend noch eine Frage, Bezug nehmend auf den Herrn Bürgermeister. Da hat es jetzt einen Aufschrei gegeben, das Magazin Zack hat festgestellt, dass eine Benutzerin auf Wikipedia dessen Biografie etwas geschönt hat, sage ich jetzt mal. Das heißt, kritische Passagen wurden rausgestrichen. Was halten Sie davon, wenn man in Wahlkämpfen oder vor Wahlkämpfen so Wikipedia-Seiten der Spitzenkandidaten bearbeitet? Also Wikipedia ist ja, finde ich, eine wunderbare Seite, wo jeder mitwirken kann, der da angemeldet ist. Mhm. Und da gibt es dann ja auch Wikipedia. Die Organisation entscheidet dann, ob was abgeändert wird oder nicht. Also es kann ja jemand bei meinem Profil zum Beispiel irgendwas reinschreiben, was nicht stimmt. Dann würde ich natürlich auch an Wikipedia schreiben und das berichtigen. Und genau das macht unser Bürgermeister. Da gibt es nichts schön zu reden oder zu beschönigen. Der Bürgermeister hat einen wirklich super Lebenslauf und ich bin wirklich von ihm begeistert, wie er es immer geschafft hat. Da ist er auch ein Vorbild für mich, Familie und diesen verantwortungsvollen Job unter den Hut zu bekommen. Und abschließend dazu noch, interessanterweise gibt es ein hohes Interesse an der Diplomarbeit des Herrn Bürgermeisters, die ist seit 2017 immer wieder dauernd lehnt. Wissen Sie, warum das sein könnte? Also ich glaube, das ist ja jetzt zur Mode geworden, Diplomarbeiten von Politikern genauer zu untersuchen. Aber also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass seine Diplomarbeit eine gute ist. Spannend ist nämlich nur um das fürs Protokoll zu haben. Ich glaube, dass seine schon von Plagiatsjägern von vorn nach hinten und von hinten nach vorn gecheckt wurde. Also wenn es da was gegeben hätte, wäre das schon aufgetaucht. Wenn ich was wüsste, dann würde ich dazu nichts sagen. Aber das ist eine andere Sache, ist richtig. Nur spannend ist halt, dass eben diese Diplomarbeit jetzt aktuell bis zum Mai 2022 entlehnt ist. Und da gibt es schon ein paar Kritiker, die meinen, dass das möglicherweise eine Vorsichtsmaßnahme der Grazer Volkspartei war. Also das ist so, ich sage mal jetzt eine andere Idee, warum das entlehnt ist. Er ist eine Person,
die schon sehr lange in Graz gute Politik macht. Da werden vielleicht viele Interesse haben, einmal zu lesen, was er als wissenschaftliche Arbeit verfasst hat. Also zu unterstellen, wenn eine Arbeit entlehnt ist, dass man das macht und dass niemand draufkommt, also das ist eine substanzlose Unterstellung. Mein ursprünglicher Gedanke war vielleicht, wie jemand um eine Biografie reinschreibt. Wir auch, so. Ja, genau. So, dann kommen wir zu meinem Abschluss. Nach diesem doch etwas längeren Gespräch, nämlich der politische Rorschach-Test. Ich zeige Ihnen ein Bild. Keine Sorge, es ist kein Hitklecks, es ist einfach nur ein Foto. Ich habe über die Jahre sehr viel fotografiert in der Stadt. Und natürlich hat sie auch etwas mit ihrer Funktion als Sport- und Bildungsstadtrat zu tun. Sie sagen mal kurz, was Sie sich zu dem Bild denken, und das war es dann auch schon wieder. Okay. Das ist das ehemalige Schwarzenegger-Stadion. Mhm. Braucht Graz 2 Fußballstadien? Also ich habe mit Sturm vereinbart, mit den Fanclubs, dass wir nicht eine reduzierte Diskussion führen, 2 Stadien oder ein Stadion, sondern wir wollen eine Fußballstrategie für Graz, wo es darum geht, den Fußballnachwuchs zu fördern, einerseits, andererseits, wie wir die Fußballinfrastruktur in Graz stärken. Da geht es um den kleinen Verein, aber da geht es natürlich auch um die Frage, ein Stadion oder 2 Stadien. Sturm oder GRK? Sturm. Warum da alle Sturmfans sind im Rathaus? Da könnte ich vielleicht noch dazu sagen, ich freue mich auch, wenn GRK gewinnt. Ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Fan, mein Papa hat mich seinerzeit in die Korösestraße zum GRK mitgenommen, aber auch in die Krum. Und es hat sich vor allem mit den Sturmfrauen, die ich unterstütze, eine innige Verbindung hat sich herauskristallisiert. Zu meiner Zeit hat Otto Konrad halt bei Salzburg gespielt, deswegen hat halt mein Herz für Casino geschlagen. Ja. Let's go Graz. Ein Impuls, der Gott sei Dank viele Menschen mitgerissen hat, und ein Impuls, der uns hoffentlich unser Ziel erreichen lässt, die Sportstrategie 2030 umzusetzen. Die Straßenbahn in den Untergrund, also U-Bahn für Graz? Ja, wenn die Finanzierung von Bund und Land kommt. Betonsiegel? Also ich kenne unseren Bürgermeister eher als Holzsiegel. Also überall dort, wo wir Schulen bauen, sagt er immer unbedingt mit dem Werkstoff Holz. Matchball und Graz? Das ist, glaube ich, die Aktion Tischtenniskaiserin. Da haben wir geschaut, dass wir mit Sport die Menschen nach Covid wieder zusammenbringen. Also der Sport hat eine unheimliche soziale Kraft, und wir haben über 10.000 Partien gemeinsam gespielt. Und wie für Sie? Ich habe einen Tischtennistisch da, den sieht man jetzt nicht, und wir könnten im Anschluss vielleicht eine Partie spielen. Ich bin etwas eingerostet, aber probieren kann man es ja. Ansonsten Foto folgt. Dann sage ich danke fürs Gespräch, viel Glück für die Wahl und alles Gute. Danke vielmals. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen, und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.